Natürlich, sie ist keine 13, aber er ist mit dem Gedanken hingegangen, dass das eine 13-Jährige ist. Und sogar in diesem Moment, wo er reinkommt, und sie sieht, denkt er immer noch, dass es eine 13- oder 14-Jährige. Ja. Ihn juckt das doch gar nicht. Er denkt gerade eh mit einem anderen Körperteil als seinem Gehirn. Das tun doch alle Kerle. Du auch, mein Lieber. Auch wenn du vielleicht nie an kleine Kinder denkst. Ja, das ist von Folge 1. Da haben wir noch 16-Jährige genommen. Da war noch nicht mal die Polizei. Ich bin 16 und suche einen Babysitter-Job. Ich bin zuverlässig und habe Erfahrung mit Kleinkindern. Machst du auch die Beine breit? Hallo? Bin erst 16. Das muss auch keiner wissen. Und selbst wenn es einer weiß, es wäre mit einer 16-Jährigen ja nicht strafbar. Die Gesetzeslage erlaubt dies ausdrücklich. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, den sie gerade erwähnt hat. Erstens, natürlich, es ist nicht strafbar. Sogar mit einer 14-Jährigen, wenn beide ihr Einverständnis geben, wäre es nicht strafbar. Aber kannst du als 60-Jähriger mit einer 14-Jährigen wirklich rummachen? Ey, überleg mal. Und er sagt, es ist nicht strafbar. Oh, ich küsse doch dein Herz. Ich will ihm nichts unterstellen. Wie alt schätzt du ihn? Um die 50 auf jeden Fall. Ja, ja gut geschätzt. Ich will ihm nichts unterstellen. Es gibt einige Leute, die freuen sich über so Gesetzgebungen. Das ist so. Weißt du, was ich meine? Aber die Tatsache, dass das... Das hast du doch gar nicht nötig. Guck mal, ihr beide bemüht euch doch wirklich, mein Video zu kommentieren. Was soll das jetzt? Was soll so ein Quatsch? So, und dann ist es ja noch interessant, was er jetzt gerade gesagt hat. Also er argumentiert gar nicht nach der Gesetzeslage. Nein, er argumentiert nach seinen persönlichen moralischen Maßstäben. Ein 60-Jähriger, der mit einem 14-jährigen Mädchen bumst. Um Gottes Willen, das ist doch ekelhaft. Ja, das ist auch vielleicht ekelhaft, aber wenn der Gesetzgeber es so erlaubt, dann ist es halt erlaubt. Denn verstößt es nicht gegen ein Gesetz. So, du kannst ja dafür sein, dass das geändert wird und dass man sagt, okay, Sex nicht unter 18 oder irgend sowas, keine Ahnung, oder was weiß ich. Da kann man ja drüber diskutieren. Ich müsste da auch drüber nachdenken, was ich die richtige Altersschutzgrenze finde. Also 14 finde ich auch tatsächlich schon grenzwertig, wenn ich mal so drüber nachdenke. Aber wenn das die Gesetzeslage ist, dann ist es erlaubt. Und dann steht dir nicht eine persönliche moralische Einschätzung zu, nach dem Motto, das finde ich aber ekelhaft. Ne? Also ich weiß ja jetzt zum Beispiel nicht, wie du zum Beispiel zur Homo-Ehe stehst oder zur Ehe für alle. Ne, zwei Männer, die miteinander hier, die dürfen auch noch heiraten, das finde ich persönlich ekelhaft. Da gibt es ja auch natürlich sehr viele nach wie vor, die so eine Meinung vertreten. Es ist aber die Gesetzeslage, Leute, es geht euch einen Scheißdreck an, wer hier mit wem poppt. Solange es erlaubt ist und solange es im Rahmen der Gesetze ist, hat es euch nicht zu interessieren. Punkt. Dem absolut moralisch verwerflich ist, kann... Ja, das ist deine Meinung, ja, aber das sehen andere Leute vielleicht anders. Wir haben ja hier nicht die Scharia, sondern wir haben Gesetze in diesem Land und das ist auch gut so. Hier niemand anzweifeln. Also ich bitte dich, ich appelliere an dich als Mensch. Was sagst du da? Allerdings mit der Einschränkung, dass beide Personen in keinem Abhängigkeitsverhältnis sein dürfen. Ja, zum Beispiel Schülerinnen und Lehrer. Und dass kein Geld oder Geschenke im Spiel sein dürfen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Einzelfälle an. Gerichtsurteile gibt es sehr unterschiedliche bei dem Thema. Ja. Also wenn die Pedo-Hunters schon auf die Jagd gehen, dann doch bitte nicht auch noch nach Männern, die sich möglicherweise überhaupt nicht strafbar machen. Aber die Gesetzeslage ist denen sowieso egal, denn es geht hier um Emotionen. Nick Hein und seine Kumpel setzen darauf, dass es in der Gesellschaft beim Thema Pädophilie eine sehr aufgeheizte Stimmung gibt, die schon nah an der Lynchjustiz ist. Die Leute sind bei diesem Thema aufgebracht. Immer wieder fordern ja Menschen sogar eine Todesstrafe für Kerle, die gegenüber Kindern übergriffig werden. Es ist ein schlimmes Thema. Und in der Tat tut man Kindern damit Furchtbares an. Ach echt? Tut man denen Furchtbares an? Okay, gut, dass du das einsiehst hier. Guck mal, der erwähnt das in einem Nebensatz. Ja. Ich habe das jetzt mittlerweile, glaube ich, zum vierten Mal erwähnt in diesem Clip. Er erwähnt das in einem Nebensatz. Alter, wie oft soll ich es denn in dem Beitrag sagen? Der geht doch ohnehin nur 10 Minuten. Soll ich noch ein Laufband durchlaufen lassen? Übrigens, ich finde das schlimm, was pädophile Kindern antun. Und ich finde das ekelhaft und abstoßend. Soll das quasi als Dauerlaufband durch einen Clip laufen, damit du das jetzt verstehst oder was?
Er erwähnt das in einem Nebensatz. Ich hab's ja auch vorher nicht gesagt. Nein, 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 hab ich ja nicht. Nee, nee. Dann so, der setzt das auf eine Stufe, das, was die da machen, diese Selbstjustiz, wo nicht mal Gewalt angewandt wird, ja? Wo nicht... Es gibt auch psychische Gewalt. Auch das Gewalt geht nicht erst da los, wo man einem aufs Maul haut. Mal Gewalt angewandt wird, setzt er auf eine Stufe mit dem Leid, den Kindern tagtäglich angetan wird durch solche Pädos, die sich da frei rumtreiben und ihren Gelüsten, ihren Trieben. Ich setze es nicht auf eine Stufe, ich sage aber, dass das eine gegen Gesetze verstößt und das andere auch. Auch wenn natürlich ein pädophiles Verbrechen natürlich etwas, ein viel schlimmeres Verbrechen ist. Da besteht doch überhaupt kein Zweifel daran. Also. Nachgehen. Ja. So, ey. Kein Wunder, dass er die ganze Zeit Kommentare löscht. Don Ameise schickt mir die ganze Zeit Screenshots, wie der Typ Kommentare löscht. Das stimmt überhaupt nicht. Auch das ist eine absolut glatte Lüge, dass ich Kommentare gelöscht hätte, habe ich nicht. Was in der Tat gemacht wurde, es gab ja von dem Nick Hein, wie gesagt, diesen Aufruf mit diesem Hashtag Pedoholger, dass unsere Kommentare damit geflutet werden sollen, mit diesem Wort. Und das haben wir als zu einem Tabuwort dann erklärt auf dem YouTube-Account, damit das sofort gleich in den Spam-Ordner kommt. Das haben wir gemacht, in der Tat, weil das muss ich mir auch nicht gefallen lassen. Die ganze Screenshots, wie der Typ Kommentare löscht. Das stimmt überhaupt nicht. Auch das ist eine absolut glatte Lüge. Dass ich Kommentare gelöscht hätte, habe ich nicht. Übrigens hat sich Nick Hein, wollte ich bald Pedo-Nick sagen, hat sich Nick Hein damit auch strafbar gemacht. Ich könnte ihn anzeigen dafür übrigens, für diesen Aufruf. Aber ich habe es einfach erstmal gelassen. Behalte es mir aber weiterhin offen. Wenn der Typ nochmal irgendwie in dieser Form irgendeine Aktion startet, dann schalte ich meinen Anwalt an. Mal an dieser Stelle gesagt. So, ansonsten, ich habe überhaupt keine Kommentare gelöscht. YouTube hat ja eine automatische Funktion, dass beleidigende Kommentare sofort direkt in diesen Spam-Ordner gelegt werden. Also man erst überprüfen muss, bevor sie veröffentlicht werden. Und natürlich werden Kommentare, wo es wirklich beleidigend mir gegenüber wird, und das waren jede Menge Kommentare, also wo ich als pervers, als pädophiles Schwein und so weiter, ich selber also beschimpft wurde, das muss ich mir auch nicht gefallen lassen, das muss auch nicht als Kommentar stehen bleiben. Die ganze Screenshots, wie der Typ Kommentare löscht. Das stimmt überhaupt nicht, auch das ist eine absolut glatte Lüge, dass ich Kommentare gelöscht hätte, habe ich nicht. Andere jegliche Kommentare, die sich kritisch mit dem auseinandersetzen, was ich tue, selbst dann, wenn es in einer härteren Ausdrucksweise ist, sind alle stehen geblieben. Es ist überhaupt nichts gelöscht worden. Das ist eine glatte Lüge, mein Junge.